Wir glauben ja, wir Wissenschaftler sind ja auch bis zum gewissen Grad Gläubige. Wir glauben, dass man uns nicht belogen hat bei Urknall, Entstehung der Milchstraße, Entstehung Sonnensystem, Entstehung des Lebens auf der Erde. Wir glauben das. Glauben Sie das auch so? Urknall, Sonnensystem? Also ich weiß zwar, dass ich das nicht selber nachprüfen kann, aber ich glaube einfach, dass vor 13,8 Milliarden dieser Urknall ungefähr war, dass vor 10 Milliarden unsere Galaxie, die Milchstraße, sich evoluierte und dass vor 5 Milliarden Jahren unser Sonnensystem sich entwickelte und vor etwa 4 bis 3 Milliarden Jahren die Vorläufer unserer DNS, die wir alle im Körper haben, sich entwickelt haben. Glauben Sie das im Prinzip auch? Ich ja, ich glaube das im Prinzip, ja. Ja, doch. Das genau. Ist ja. Obwohl ich selbst nicht nachprüfen kann. Als Wissenschaftler muss ich immer vorsichtig bleiben. Ich glaube das, aber ich kann es nicht beweisen, weil ich selbst nicht dabei war. Ne? Und jetzt geht es weiter. Wissen Sie zufällig, was vor 65, wir machen einen Riesensprung von vor 3000 Millionen Jahren bis auf 65 Millionen Jahre. Wissen Sie rein zufällig, was vor 65 Millionen passiert war? 65. Ich helfe Ihnen. Ist nicht so wichtig. Aussterben der Dinosaurier, dieser angebliche Einschlag. Und was passierte danach? Die Säugetiere entstanden. Also wie sahen damals unsere Urgroßmutter aus vor 65 Millionen Jahren? Wie sahen wir aus? Und meine Urgroßmutter vor 65 Millionen Jahren, wie sah die aus? Ja, es war ein Lebewesen, was geatmet hat und was sehr mit dem Wasser verbunden war. Ich würde tippen, so Kaulquappen ähnlich. Ja, nee, vor 65, das war viel früher. Vor 65 Millionen Jahren, wie eine Maus, wie eine Ratte. Mausähnlich. Dann sind wir auf die Bäume, wurden affenähnlich, haben uns an die Bäume adaptiert, Affen, Greifhände. Und dann sind wir wieder runter in die Savanne. Und dann sind wir bei 4 Millionen Jahren. Da sind wir schon in der Savanne. 4 Millionen Jahre, das ist ungefähr Australopithecus sediba und so weiter. Mal gehört, Australopithecus. Ja. Weil ich ganz ehrlich sagen muss, das stimmt schon, wenn man diese Theorie, das ist ja eigentlich auch eine Theorie, dass unsere Großmutter so aussah wie eine Maus oder ein Nager. Aber man kann natürlich auch ganz andere differenzierte Theorien aufstellen, die das Leben nicht auf der Erde entstanden lassen haben, sondern dass unsere Großeltern vielleicht irgendwo im Universum gewesen sind oder es schon ein, ja... Das Leben, da gibt es ja die Überlegung, dass DNS auch Vorläufer auch aus dem Universum kommen könnten. Aber dann trotzdem mussten sie dann auf der Erde wieder diesem Evolutionsprozess irgendwie sich eingefügt haben oder dazugefügt haben oder ihn gestartet haben. Ja? Ja. Wobei ich das da nicht ganz zu 100% von überzeugt bin. Wie ist es bei Ihnen? Stehen Sie, also sehen, ist für Sie da diese Evolutionstheorie etwas, was Sie glauben? Ich habe da schon immer dran geglaubt, das ist ja die darwinistische Evolutionstheorie und die klingt für mich, genau, und daran glaube ich eigentlich, ja. Dann gehen wir mal weiter in schnellen, ganz schnellen Schritten. Vor 4 Millionen Jahren, Sie wissen dann wahrscheinlich nicht, was da passiert ist, was ganz zentral ist, gell? Ja, ganz was Wichtiges, wissen die meisten nicht. Da haben wir hatten früher, so wie der Gorillamann, hatten wir Männer, riesige Eckzähne. Und die haben wir dort verloren. Für was spricht das? Übrigens, die Waffen wurden erst vor 2,5 Millionen Jahren erfunden. Das heißt also, wir hatten keine Waffen, also die Waffen hätten das nicht ersetzen können. Wozu dienen denn solche Rieseneckzähne im Tierreich? Jagen. Gorillas, Pflanzenfresser. Ja, okay. Ich sag's ganz einfach, Rivalenkampf. So, die Eckzähne des Gorillas sind das gleiche wie das Geweih des Hirschen. Es geht nur um Frauen, ja, in der Evolution. Und wenn die Eckzähne verschwinden, dann heißt das, dass der Rivalenkampf verschwunden ist damals in der Evolution. Das heißt, dass wir nicht mehr um Frauen rivalisierten, sondern, und jetzt kommt die entscheidende Geschichte, haben Sie schon mal das Wort Bonobo-Forschung gehört? Bonobos? Schimpansen, Bonobos?
so eine Affenart, sage ich mal, aber genau weiß ich. Die sehr liebevoll sind, die eben keinen Rivalenkampf kennen, eher so matriarchal. Professor Franz de Waal beschreibt die als matriarchale Hippie-Affen, die Make Love Not War praktizieren. Liebevolle Kommunen, man könnte sagen so eine Art Urkommunismus, wenn man es so sagen will, ja. Und sehr liebevoll, extrem kooperativ, keine Kriege mit den Nachbargruppen, das weiß man heute ziemlich genau. Also eigentlich ziemlich gutes Leben, ja. Und wie wurde das jetzt zerstört? Das wurde zerstört vor 400.000 Jahren. Also wir waren jetzt bei 4 Millionen. 400.000 Jahren wurde es zerstört. Haben Sie eine Idee, was da erfunden wurde? Es war eine Erfindung, kann ich Ihnen sagen. Was wurde da erfunden? Weiß nicht. Die Steinwaffen und so weiter waren schon längst erfunden, vor 2,5 Millionen Jahren. 400.000 Jahren später Homo erectus, ich sag's Ihnen, der Tauschhandel wurde erfunden. Die Vorläufer unseres Kapitalismus wurden erfunden. Und was passiert ab dem Tag? Stellen Sie sich vor, der erste Händler kommt ins Dorf und sagt, da hat angeblich ein Dorf das andere nachts überfallen und totgeschlagen. Was für eine Stimmung entsteht in den Zuhörern? Und er hat Steinäxte dabei in seinem Programm, ja, in seinem Handelswagen. Oder Wagen noch nicht, aber es ist in seinem Handelsgepäck. Und wenn er diese Geschichte zufällig erzählt, Mutation und Selektion, ja, zufällig erzählt, dann entsteht in den Leuten eine Gestimmtheit der Angst, aus der sie raus etwas mehr Steinäxte kaufen. Und schon beginnt der Waffenhandel. Hm? Können Sie das nachvollziehen? Möglich, aber dass die einzige Erklärung ist. Jetzt gehen wir noch mal weiter. Stellen Sie sich vor, der hat die ersten Vorläufer der Süßigkeiten dabei. Sie wollen, dass Ihre Kinder sich gesund ernähren. Sie wollen, dass sie keinen Diabetes kriegen und kein Übergewicht, sondern gesund und glücklich aufwachsen. Ist das dem Händler wichtig oder will er mehr seine Vorstufen der Süßigkeiten verkaufen, egal was aus Ihren Kindern wird? Ja, das ist natürlich der Kapitalismus, der alles regiert, dieses... Das begann vor 400.000 Jahren. Ja, das ist auf jeden Fall eine menschliche Eigenschaft, die meiner Meinung nach, an die man sich irgendwie gewöhnen muss, dass das existiert. Und, oder wir es ändern. Ja, das wäre natürlich total schön, wenn man das ändern würde. Sage ich mal, wie wir es ändern wollen, wie die Professoren. Ich habe ja gesagt, wir haben die Lösung. Ja? Die Professoren wollen das so ändern. Die fangen an mit der Gesundheits- und Ernährungssystemreform als einer von 20 Reformen. Und da soll mein Hausarzt wird, und der Hausarzt, wird völlig entlastet von jedem Papierkrieg. Hat dadurch ganz viel Zeit frei, bietet mir spaßmachende, kostenlose Ernährungskurse, Gesundheitskurse, Sportkurse, Tanzveranstaltungen ohne Alkohol und Zigaretten, alles kostenlos an, so eine Healthy Lifestyle Club. Es bilden sich vielleicht Wohngemeinschaften daraus, die Menschen finden wieder zueinander, haben Spaß, sich mit Gesundheit zu beschäftigen. Es entsteht ein Sozialleben, wie damals vor 400.000 Jahren vielleicht sogar. Ein mitmenschliches Miteinander wieder. Ja? Und dadurch, und der Hausarzt kriegt dann am meisten Geld, wenn bewiesenermaßen ich seltener krank werde als bei meiner chronischen Krankheit, die ich nicht habe, aber wenn ich eine chronische Krankheit hätte, dann würde also gemessen, ob ich mich trotz meiner chronischen Krankheit etwas gesünder entwickle, weniger Tabletten brauche im Monat. Und daraus wird sein Honorar berechnet. Und wenn ich nie krank werde, kriegt er das meiste Honorar. Alten China. Damals hatten die im China halt einfach Viertel und da waren die Ärzte dafür zuständig, so möglichst viele Leute gesund zu halten, eben durch Pflanzenmedizin, durch homöopathische Mittel und so weiter und so fort. Und sogar jetzt, heutzutage, wird uns eingeredet, dass wir auf Homöopathie verzichten müssen. Das wird in Frage gestellt. Das finde ich bedenklich. Weil dieses Modell vom alten China ist die Grundlage zur Reform des Kapitalismus. Sie müssen alle Gewinne abhängig machen von meiner Wohlfühlnote und meinen Gesundheitskostendaten. Und wenn Sie das abhängig machen, dann entsteht plötzlich ein Gesundschrumpfen des Gesundheitssystems, weil die Leute nicht mehr so häufig krank werden. Und zum Beispiel so eine sprechende Medizin wie die Homöopathie kommt in den Vordergrund und so weiter. Alles wird sanfter und milder und natürlicher.
Die Leute werden seltener krank. Wir sparen, laut Präsident des Allgemeinen Patientenverbandes, Arzt Christian Zimmermann, sagt, 70 Milliarden pro Jahr können wir locker einsparen. Daraus geben wir 50 Milliarden ins Klima und haben die Lösung. Man darf ja auch nicht vergessen, Sie haben ja vorhin von der Angst auch gesprochen mit den Waffen und so weiter. Und die Angst regiert ja momentan halt auch die Welt. Und ich glaube auch, dass Medizin mittlerweile an einen Punkt angekommen ist, wo es vielen Menschen einfach nur noch Angst macht, weil das Vertrauen einfach weg ist. Also jetzt, Sie sehen jetzt, plötzlich sind wir blitzschnell bei einer Lösung. Dass man also, anstatt zuzulassen, dass die größten Gewinne entstehen durch Plündern der Umwelt, Zerstören der Umwelt, Vergiften der Umwelt, Verdrecken der Umwelt, Benutzen der Umwelt als Mülleimer, als kostenloser Mülleimer quasi, und Gewinne generieren durch konsumsüchtige Menschen, durch kaufsüchtige, tablettensüchtige Menschen, durch kränkliche Menschen größere Profite machen, sozusagen. Plötzlich nehmen wir einfach diese Profitmöglichkeiten alle weg und sagen, ihr könnt gute Gewinne machen, aber nur noch, wenn mein Wohlbefinden und meine Gesundheit messbar an klaren Daten gemessen verbessert wurde. Das dreht das ganze System um. Stellt es eigentlich vom Kopf auf die Füße. Leuchtet das ein? Ja, leuchtet schon ein. Aber ja, also theoretisch ja, aber wie das in der Praxis, wie will ich Wohlbefinden messen? Mit einer ganz einfachen Wohlfühlnote. Ich komme aus der Psychologie. Sie kriegen ungeheuer genaue Daten, wenn Sie jetzt einfach sagen, wir geben heute die Wohlfühlnote 3-4 ab, haben Spiel bis 6-. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie würden leider Brustkrebs kriegen, dann würden Sie sofort eine 6- abgeben, oder? 6-? Ja, weil Sie fühlen sich doch gleich schlecht mit der Situation. Ja, ne? Ja, natürlich, diese Angst wird einem natürlich auch gemacht, aber deswegen ist es halt auch umso wichtiger zu sagen, ich gebe das Vertrauen, was ich in meinen eigenen Körper habe, nicht an andere ab, sondern ich vertraue mir selber und ich sage dazu nur, Sie sind Wissenschaftler, Ulrich Beck, Risikogesellschaft, das ist natürlich auch so eine Denaturierung, die immer mehr stattfindet und die auch Angst macht. War insofern vielleicht ein schlechtes Beispiel, denn ich selbst würde auch keine Angst kriegen, ich wüsste nur, dass ich jetzt radikaler, mich noch gesünder als ich schon tue, ernähren muss, noch mehr regelmäßiger Sport machen muss und dann weiß ich, dass der Tumor wieder weggeht. Das weiß ich einfach als Wissenschaftler. Ja? Aber da haben Sie vollkommen recht, es war ein schlechtes Beispiel. Aber wenn irgendwas ist oder auf jeden Fall, wenn ich jetzt mich frage, nächsten Monat zum Beispiel, jetzt, oder wir würden das bei jeder Wahl abgeben, wenn ich sagen würde, oder im Monatsmitrhythmus mir selber ins Smartphone tippen würde, vielleicht so, wie fühle ich mich diesen Monat? Ja? Und dann würde ich sagen, ja, also 3-4, eher schlechter oder besser? Und wenn ich sagen würde, eher einen Tick besser, weil ich jetzt Teil dieser Arzt Lifestyle Health Club bin, vielleicht nette Leute kennengelernt habe, unter Leuten bin, stärker als früher, vielleicht in der Wohngemeinschaft geplant ist und so weiter. Und dann würde ich sagen, nee, also 3-, ein bisschen besser als vorher. Oder 3+, ja? Und so kriegen Sie erstaunlich genaue Daten darüber, ungefähr, wenn Sie das über 80 Millionen Menschen ausrechnen, abgezogen vielleicht die Kleinstkinder, ja, die noch keine Noten abgeben können, dann kriegen Sie erstaunlich präzise Daten darüber, wie es den Menschen wirklich geht. Kennen Sie das Bruttonationalglück von Bhutan? Ich habe mal gehört, naja, die haben das eingeführt, ne, dass nicht nur am Bruttosozialprodukt, sondern eben an diesem Bruttonationalglück quasi gemessen wird. Es gibt auch den Begriff Gemeinwohlökonomie von Felber zum Beispiel. Also das sind alles ähnliche Ideen, nur perfekt haben es halt die Professoren gemacht, dass sie gesagt haben, die gesamte Gesellschaft, alle Wirtschaftstreibenden, wir müssen als Staat natürlich insofern eingreifen, dass wir Gewinne zulassen, aber nur noch Gewinne auf der Basis, dass es ihnen besser geht, und zwar bewiesenermaßen. Und da muss das Statistische Bundesamt und Wahlamt Wiesbaden, dem wir ja auch unsere Wahlstimmen anvertrauen, oder denken Sie, dass jede Wahl Betrug ist bei uns in Deutschland? Wie sehen Sie das? Also ich glaube, dass es hier in Deutschland
auch wenn es sicherlich hier und da Fehler passieren, aber insgesamt vernünftig abläuft. Vielleicht mal in einem oder anderen Wahlbüro die Wahlzettel weggeschmissen werden oder so, das kann passieren, aber in der Masse hoffe ich doch auch, dass wir da eine Wahrheitsquelle haben. Während ich einer Universität nicht vertrauen würde, weil dort kommen Gelder von einem Geldgeber und der will ein bestimmtes Ergebnis und solchen Studien würde ich nicht trauen, ja? Auch nicht alle. Es gibt auch durchaus Studien, eben, die im kleineren Rahmen gerade an Universitäten betrieben werden, die nicht viel Geld erbringen, die teilweise dann auch, sag ich mal, privat durchgeführt werden von Professoren und Professorinnen. Aber, genau. Aber wir sind uns einig, dass man als Wissenschaftler immer gucken muss, dass da welche möglichen Beeinflussungsmöglichkeiten und Manipulationsaspekte auch in einer Studie drinstecken können. Das ist natürlich auch mein Spezialgebiet zum Beispiel. Zum Beispiel auch, wen bezieht man alles mit in eine Studie ein? Ne? Das muss ja auch ausgeglichen sein. Es müssen ja auch alle gleichwertig einbezogen werden. Aber wenn man dann nur jeden Zehnten einer Rolle... Also, ne, und welche Baufehler sind in einer Studie drin? Da war ich auch Spezialist früher. Ich habe das alles mit Durchschnittsnote 1,1 gemacht und so weiter. Also das heißt, das ist, da müssen wir sehr... Und jetzt abschließend, weil wir jetzt langsam geht's los. Ja? Abschließend, Sie haben zum ersten Mal in Ihrem Leben vom dritten System geführt. Jetzt stellen Sie sich vor, hier stände jetzt Greta Thunberg, dort Frau Merkel. Und Greta würde nur einen Satz sagen. Liebe Journalisten, ich kann mir noch kein abschließendes Urteil erlauben über das dritte System der zweiten Scientists for Future, das dritte Gesellschaftssystem. Ja? Aber ich finde es so interessant, dass wir in jeder Talkshow weltweit darüber kontrovers diskutieren sollten und dann sehen wir ja, ob sich da eine Mehrheit bildet in der Gesellschaft dafür. Ich darf Ihnen übrigens dazu sagen, in einer simulierten Bundestagswahl haben 56% der Wähler das sofort gewählt. Ja, und 90% meiner Interviewpartner sind begeistert von dem System. Und jetzt so Ihr Eindruck, zum ersten Mal davon gehört, was ist Ihr erster Eindruck davon? Ja, ich bin gerade, ich weiß es nicht, ich würde aber an der Stelle einfach auch mal Greta Thunberg kurz einfach Danke sagen. Denn ohne sie hätten wir alle diese Chance nicht. Ne? Diese Chance verdanken wir alle Greta Thunberg. Denn wir schaffen es nicht in die Medien ohne Greta. Weil die Großmedien reagieren nur noch auf Promis. Und Greta ist, gucken Sie Barack Obama. Man hat sich für die interessiert, für den Barack Obama, nur weil Greta dabei war, nicht wegen Barack. Und so ist bei uns auch. Unsere Bundesministerin interessiert die Medien auch nicht mehr. Also Ihr abschließendes Gesamteindruck von dieser neuen Gesellschaftsordnung? Ja, ich bin ein bisschen skeptisch. Also, weil bei der Reform des Gesundheitssystems, wo man quasi das Geld spart, was in den Klimawandel, also zur Bekämpfung des Klimawandels gesteckt wird. Weil wenn es nur, hier geht es ja in erster Linie um die Bekämpfung des Klimawandels, und wenn es nur um die Beschaffung der Mittel geht, dann glaube ich, dann kann man das aus dem Gesundheitssystem schöpfen, aber man kann das auch woanders herschöpfen. Wo wollen Sie das herkriegen? Warum hat Merkel nicht mehr Möglichkeiten als diese lächerlichen 40 Milliarden? Weil das nämlich da wirtschaftliche Zwänge sind. Denn ich darf Ihnen das kurz andeuten zum Schluss. Ja? Sie glauben quasi, die Hoffnung noch bei Merkel zu finden, ja? Dass sie das woanders herholen könnte. Kann sie nicht. Warum? Ich erkläre Ihnen das ganz kurz volkswirtschaftlich. Es ist so, wenn Merkel Steuern erhebt, dann liegen die Steuern auf jedem Produkt, das in Deutschland hergestellt wird, und verteuern das. Auf dem Weltmarkt sinken also die Absatzchancen aller deutschen Produkte, gehen zurück, während die USA und China Produkte weltmarktmäßig darüber gehen. Und dann wird Deutschland wirtschaftlich schwächer. Und da das Merkel genau weiß, hat sie panische Angst davor, wirklich was Grundlegendes zu tun. Deswegen, sie ist auf das neue Geld der Professoren quasi angewiesen, weiß noch nichts von ihnen. Ja? Also das heißt, Ihre Idee, dass das auch woanders herkommen könnte, müssten Sie mal hinterfragen. Das geht so einfach nicht, weil Sie damit eventuell die deutsche Wirtschaft so stark schwächen würden, dass dann jeder Politiker, der das täte, abgewählt würde. Aber dann muss man das nicht nur in Deutschland eben, sondern europaweit oder idealerweise weltweit. Legen Sie das mal hin, einen weltweiten Deal, dass alle sich wirklich verpflichten und dann die Messzahlen auch, die dann gemessen werden müssen, ja, dass sie das alle zeitgleich machen, kriegen sie nicht hin. Das
stimmt, es ist schwierig. Aber was sie hinkriegen, Europa sich schon mal zusammentut. Das wäre schon mein erster Schritt. Aber es geht doch viel schneller, wenn wir in Deutschland es vormachen, diese vielen Gelder generieren, aus diesem Reichtum heraus einen Großteil ins Klima stecken und so der Welt zeigen, das ist das Lösungsmodell. Und dann fangen die anderen Staaten nachzuahmen. Und dann kriegen wir auch eine viel größere Bereitschaft, dass wir wirklich so ein internationales 200 Staaten umfassendes Weltabkommen kriegen, das dann auch mit Messgrößen ausgestattet wird. Es muss ja mit Messgrößen ausgestattet werden. Sonst ist es ja wie bei Paris. Keiner hält sich dran. Ja? Paris, weil es keine Messgrößen gibt. Ja. Nee, kann, ja. Also von daher nochmal abschließend meine Frage. Diskussionswürdig das dritte System der zweiten Scientists for Future? Also diskussionswürdig auf jeden Fall. Das ja. Immer.